die natürlich aus aller Welt zuschauen. Wir genießen jetzt die letzte Partie des heutigen Tages zwischen Made in Brazil und dem Big Clan hier auf Inferno. Wer zieht in die Kathedrale des Counter-Strikes ein? Wer fährt heim? Und damit geht es los. Made in Brazil startet auf der CT-Seite. Damit haben sie wohl auch die Knife Round gewonnen. Die haben wir leider nicht gesehen. Damit geht Big erstmal in den Nachteil. Und zwar auf die T-Seite. Wünscht man natürlich vielleicht in so einer wichtigen Decider-Map dem Team natürlich nicht, dass man anfeuert. Ist natürlich meiner Meinung nach ein kleiner Vorteil für Made in Brazil, besonders weil sie halt stärker auf der CT-Seite gewirkt haben bei diesem, ja, bisher bei diesem Matchup. So, damit erstmal ganz, ganz ruhiges Aufbauspiel, nachdem man den ersten Spieler verloren hat. Stewie hat sich direkt mal, eine CZ bekommen von Fallen. Der hat sich noch eine Smoke rein gekauft und ja, die wird hier erstmal konsequent in der Banane benutzt. Also das Equipment gut gewählt bei Made in Brazil und das wird auch hier direkt belohnt mit 2 Kills. Einmal gegen Smuja am Anfang und Tapsen wird da am Ende auch noch von der CZ auf Close Distance rausgenommen. Also sehr interessante Kombination. Am Ende der Schlüssel zum Erfolg, dass man hier im 3 gegen 5 steht. So, es geht nach vorne. Made in Brazil muss jetzt versuchen, hier den Execute mit 3 Leuten gegen 3 zu verteidigen. So, Bulls einmal auf Predict rein. Cold Zero diesmal nicht auf der Box drauf, sondern unten. Und das scheint hier ganz gut aufzugehen, besonders weil Fair und Bulls hier nochmal das Kreuzfeuer gut runterspielen. So, damit sollte auch unten wieder alles stimmen. Jo, stimmt wieder. Damit geht die erste Runde an die Brasilianer. Ja, und die sind am Geiern mit 3 SMGs. Versucht man sich natürlich auch schnell wieder ein bisschen Geldpolster aufzubauen und gebt dem Big Clan bzw. Made in Brazil nochmal ein wenig Energie im Chat, wen ihr auch immer anfeuert vor den beiden Teams. Zeigt uns eure Liebe, sei es mit Trilux Schweineköpfchen oder mit der Melone, die ich auch schon öfter gesehen habe, oder einfach mit dem Fisch. Den Fisch mag ich sehr gerne. Den könnt ihr gerne auch reinspammen. Den Thunfisch. Aber mit den beiden Feuerarmen. Alles rein. So, es geht über die Mitte. So, nicht fair breit. Jo, nette Schelle auf jeden Fall. Aber am Ende doch etwas zu viel Gegenwehr in der Mitte hier unterwegs bei Made in Brazil. Also da kann man direkt dicht machen. Vielleicht ein bisschen Waffen, aber das ist noch absolut im Rahmen. So, und damit gehen sie erstmal mit 2:0 in Führung. Für Big heißt es jetzt nochmal ein paar Waffen nachzukaufen. Klar, man hat nicht viel investiert in der Runde davor. Und das heißt, nochmal ein kleines Polster, auf das man zugreifen kann in Runde Nummer 3. Das ist auf jeden Fall bei der deutschen Organisation gegeben. So, Fur wieder rotzenfrech in der Mitte unterwegs. Diesmal aber auch direkt das Backup von Cold Zero dabei. Auf lange Distanz mit der M4 wird hier die Eröffnung gesucht und die finden sie auch im Doppelpack. Kann man hier Big erstmal Pistole Nummer 1 aus den Händen reißen. Bolz hält hier weiter in die Offensive oben im Haus. Den Call kann er auch weitergehen. Gob B hat er nicht gesehen. Trotzdem, den Schuss hat er mitbekommen. Damit sollte er 2 Leute eigentlich im Haus gecallt haben. Und er versucht auch weiter nach vorne zu gehen. Nochmal eine gute Nate, die Big erstmal sehr weit zurückhält und in keinen weiteren Raum in den Apartments bzw. Richtung Boiler oder Hausmeister zur Verfügung stellt. Damit haben sie noch 2 Smokes dabei bei Big. Wo sollen die hinfliegen? Langsam wird das Eis dünn, dass Big in der Runde noch irgendwas machen kann. So, die erste Smoke ist damit gefallen. Die zweite versucht man hier nochmal reinzuschmeißen, aber dann zieht Fur hier einfach mit Cold Zero im Kreuzfeuer rum und nimmt die Mitte hier ganz solide ein. Und das ist das 3:0. Also. Das heißt, für die Jungs
aus Brasilien. Erstmal ein ganz guter Start. Man gewinnt die zweite Pistol Round in Folge. Damit nach Pistol Round Verteilung 3 für Big, 2 für Made in Brazil. Und die Tatze, die geht erstmal in die Waffenrunde. So, der Pascal Zira mit AWP Nummer 1 auf. Das ist ja auch so ein bisschen der Wechsel, den sie auf Inferno durchgeführt haben, dass Fallen eher den Rotierer spielt zwischen A und B. Stewie auch mal die AWP auf B in die Hand nimmt und Fallen halt diesen individuellen Spieler abliefert, der halt Richtung A und B den Support gibt. Und Cold Zero auf A die AWP in die Hand nimmt. Und das scheint auch auf Inferno bisher auch gegen bessere Teams, zum Beispiel gegen FaZe oder gegen was sonst so oben in den Top 10 rumdümpelt, eigentlich ganz gut funktioniert zu haben. So, auch hier scheint das erstmal der Erfolg gewesen zu sein. Trotzdem verliert man erstmal die Kontrolle über die Banane. Das heißt, ist natürlich die Möglichkeit bei Big, das auch zu ihrem Vorteil jetzt auszunutzen, die Bananenkontrolle. Ist hier natürlich ein Mittel, was Big sehr gut einsetzen könnte. Konzentrieren sich aber erstmal knallhart auf die Mitte. Und das scheint ja auch zu funktionieren. So, Föhr wollte da ein bisschen mehr Informationen haben. Diesmal schiebt man Heber und Riegel davor. Das heißt, die Runden davor hat das ganz gut funktioniert. In dem Fall negativ. Aber Bowles wartet da immer noch oben auf dem Balkon. Oh, das Timing könnte nicht besser sein, mit der MP9 da einzugreifen. Aber das ist zu viel für ihn. Da warten immer noch zwei Spieler. Damit die 3 gegen 2 Situation sind durchgekommen. Bloß, dass Tizian nochmal den Schaden setzt. Also, die Rotation wird hier direkt abgehalten. Da gibt es auch keine Möglichkeit mehr für Made in Brazil nochmal reinzugehen. Und da können sie auch direkt die Sachen packen und safen. So, Fallen 0-0-0. Also der hat bisher noch gar nichts in der Partie gemacht, außer ein paar Granaten reingeschmissen und eine CZ gelegt für Stewie am Anfang. Die Bombe hoch. Das ist natürlich ein guter Start für Big. Und bringt uns auch eine spannende Partie, wenn Big direkt hier zeigt, okay, wir lassen uns von der verlorenen Pistol Round nicht unterkriegen und versuchen auch direkt das Geld von Made in Brazil klein zu halten. Trotzdem nochmal gut, dass sie zwei Waffen durchgebracht haben. Und dann sieht man es natürlich auch im Equipment, was da zusammenkommt und welche geballte Power an Utility da auf das Konto läuft. So, damit kann man natürlich jetzt gut arbeiten. So, Fallen nutzt jetzt den Topspawn aus, wird versuchen, die Banane abzuhalten, dass diesmal diese Raumkontrolle nicht an den Big lang geht. Ist aber auch nur ein kleiner Peak. So, Stewie wechselt diesmal direkt die Position. Also eher untypisch, dass er diese Position füllt. Aber deshalb, da kann man auch sehr flexibel drauf reagieren. Stewie 2K kann natürlich auch diese Position ausfüllen, diesen Rotierer zu, diese Rotiererposition auszuspielen. Natürlich immer wieder ein Gefühl, wie gut fühlt man sich vielleicht an der AWP, wie gut ist der Spawn, will man den Punkt aufgeben. So, die Granate sitzt erstmal gut von gegen Tizian. So, Tapsen bekommt erstmal einen Block vor die Füße geschmissen. Also reagiert da auf die Gegengranaten und dann wird ordentlich bei Fallen und Co. rausgezogen. Auch wenn das Investment natürlich auch bei Big sehr hoch ist, wenn es darum geht, Utility irgendwie bei Made in Brazil aus der Tasche zu leiern. Und bisher hat sich das gelohnt. Sie bekommen wieder die Eröffnung. Diesmal ist es Tizian, der da übers Haus den ersten Spieler holt und verwartet Richtung Seite. So, der zweite steht hier im Kreuzfeuer zusammen mit Cold Zero. Oh, das ist viel zu viel. Schade, den Förder verteilen kann. Aber am Ende geht es auf, dass Scorp B die Runde nochmal ins richtige Ruder reißt. Und damit kann das Schiff erstmal in den Hafen hier einfahren. Und Fallen steht bereit mit der Kanone. Und vielleicht nochmal, bevor der Anker gelichtet wird, das Schiff nochmal untergeht. So, Fallen hat natürlich keine leichte Aufgabe. So, Bombe liegt defensiv.
traut es nicht reinzugehen. Die können halt überall stehen. Die können Graveyard stehen, können oben auf dem Graveyard stehen, die können im Pit stehen, im Haus, Richtung Side, überall. Und da wollte man schon bei Smuja safen gehen. Das lässt Fallen nicht zu, also einen darf er noch mit, ja, in den Tod reißen. Bringt die Waffe durch. Und damit ist das die zweite Runde für den Bicklern. So, hat Fallen jetzt... Oh, Fallen hat ja den Frag gemacht. Jetzt ist er bei 1-0-0. Also sterben will er nicht. Pick direkt mit der taktischen Pause. Das Schöne war halt hier bei Big, dass sie halt ein sauberes Refrag-Verhalten haben, dass Gob den Rest da abräumen kann von Zeit, obwohl der Fur gerade mega gefährlich war und halt auch das Bestmöglichste rausgeholt hat, zusammen mit Kul Zero am Kreuzfeuer. Aber am Ende ist es Gob B, der sich da belohnt und beide rausnimmt. Und das war halt wichtig. So, das heißt, das Spielchen dreht sich so ein bisschen um. Also Big hat jetzt gute Chancen, den Spieß hier umzudrehen und das Geld auf ihre Seite zu bringen. So, Fallen, ich krieg da direkt ins Gesicht geschossen. Damit geht er auf 1-0-1. Das erste Mal gestorben, herzlich willkommen im Death Score. So, und das wird direkt hier ausgenutzt, dass Tapsen weiter versucht, nach vorne zu kommen. Es ist natürlich kein Equipment da. Das ist eine absolute Sparrunde, bis halt auf die AWP und ein paar Pistolen. Zero nur an der Diegel. Zweimal CZ. Ja, Stewie hätte gerne die AWP. Pustekuchen. Die wird es hier für ihn nicht geben. So, Kul Zero zieht zwischenzeitlich rüber. So, jetzt gambelt man auf den B-Spot. Das rechte Team zieht hier rüber. Das ist schön gemacht von Gob. Erstmal die Waffe wegschmeißen. So, bloß, dass da keiner drankommt. Nochmal gegen den Lauf schießen und damit ist die AWP futsch. Und das hat gut funktioniert, weil Made in Brazil entscheidet sich zu gamblen auf einen Spot, entscheidet sich für B, Gob, callt die Rotation und damit ist das Ding hier vorbei. Da muss Made in Brazil nicht mal großartig in den Retake gehen, dann würde ich fast schon sagen, Exit Tracks. Nochmal das Ding, was hier klappen könnte. Die Flash war nicht perfekt, aber es wartet sowieso keine Richtungszeit. Das ist echt gut, Mann. Wollen halt unbedingt an die AWP rankommen. So, jetzt versucht man sie irgendwie nochmal zurückzuschießen, dass sie irgendwie so einen Flip macht und sich dreimal dreht oder so, keine Ahnung. Aber das ist gut, dass Gob da nochmal gegengeschossen hat. Ich glaube, sonst wäre man vielleicht an die AWP nochmal rangekommen. Ja, da ist sie weg. Jetzt ist sie komplett unter der Bank gefangen. So, verschenkt man auch kein Geld mehr an den Gegner. Auch die eine Kevlar. Zu 3. Und das wäre eine Doppel-AWP gewesen im Endeffekt. Also es ist gut, dass Big da mitdenkt, beziehungsweise Gob da mitdenkt und die AWP da rausnimmt, aber Fallen wartet da wieder. Damit verliert Tapsen dieses Duell. So, Smuja kann die AWP aufheben. Ah, da passt Fur auch auf. Also, zwei Entries für Made in Brazil. Damit für Big natürlich auch der Drucker, dass Made in Brazil hier wieder in Führung geht. Und Gob B, der soll wohl vorgeschickt werden. So, wann passiert das? Die Flashbang kommt gut rein. Damit kommen sie Richtung
CT ganz gut durch und nehmen die Ruine ein. Das hat Fallen aber auf dem Schirm. Das wurde gecallt und dann ist schnell eine Rotation da und Gob kann trotzdem hier nochmal die Öffnung finden. Das gleiche gilt für Smuja. 2-3 ist Stewie auf dem Schirm und Stewie sieht irgendwas von der Seite reinfliegen. Damit ist nur noch Gob und der sucht natürlich Stewie. Oh, super Flash. Und Made in Brazil spielt das hier wie eine 1 runter. Schwierige Situation für Big, nachdem man die ersten beiden Duelle verliert. Ist hier nicht mehr wirklich viel zu holen. Passt auch das Informationsspiel. 4-3. Verdient auf das Konto von Fallen und Co. So, diesmal Stewie nach vorne mit der AWP. Also da wird jetzt auch die Position getauscht, dass man zu dritt versucht, den Spot hier abzudecken. Erstmal ein paar Granaten runterschmeißt. Und dann direkt diesen Block wieder auflöst. Und diesmal geht's über die Mitte. Oh, boah, Smuja, hallo! Vor allem direkt mit der Antwort. Also, diesmal geht's auch zügiger für Big über die Mitte. Aber liegt die Bombe noch rum. Die muss natürlich erstmal geholt werden. Also, so hat sich das doch bisher für Big erstmal über die Mitte gelohnt. Klar kommt dann direkt der Refrag. Das ist ein bisschen unlucky für Smuja gelaufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass eine 4-gegen-4-Situation natürlich immer auf der T-Seite irgendwo ein Vorteil ist. Kann auch nicht mehr Richtung Mitte gehen. Das heißt, Big kann jetzt natürlich auch sehr viele Informationen holen. Riskiert aber erstmal keine Rotation, dass man mit einem 2-2-Setup geht. Das macht man sehr, sehr spät nochmal. Fallen sucht sich da schon mal eine neue Position, dass er auch schnell rüber rotieren kann. Stellt sich an diesem komischen Brunnen auf. Und da geht es sehr weit nach vorne und das ist sein Todesurteil. Damit wird das Tempo jetzt angezogen. Sie haben immer noch eine Doppeldeckung oben auf dem Balkon und Richtung Pit. Und die Bombe geht direkt durch. Und die wissen, das war Fallen der Rotierer. Und damit steht Stewie alleine mit der AWP auf B. Und der aimt nur einen Winkel ab. Was will er sonst machen? Die kommen jetzt über beide Seiten, warten hier noch ab. Da kommt noch die Banane nachgezogen. Und dann hat Stewie hier eine Mammutaufgabe vor sich. Informationsspiel wird eingeholt von Cold Zero. Stewie ist jetzt in der Ecke bekannt. Sie haben keine Granaten mehr dabei, außer eine Smoke. Das heißt, er muss nach vorne gehen. Er verschießt und damit gehört der Spot dem Big Clan. Und damit können sie direkt safen gehen bei den Brasilianern. Also Smuja stirbt da schnell, aber für sein Team genau der goldrichtige Frag, um weiter hier im Rennen zu bleiben und das 4-4 zu holen. Und am Ende vielleicht sogar 4 Waffen durchzubringen. Und wie gut wäre das für Big, 4 Waffen durchzubringen. So, damit ganz kurz abwarten, dass es gleich weitergeht. So, 4-4. Also, Big geht hier hin und will hier diese Führung wieder zurückholen. So, das stellt natürlich auch Made in Brazil vor eine Herausforderung. Gute Doppelnate, um Stu2K da zurückzudrängen. Und er hat ordentlich einstecken müssen. Und die sind wieder im Force-Buy. Die sind wieder im Force-Buy. Stewie bekommt die CZ in die Hand gedrückt. Mit den HPs ist das auch nicht mehr die ideale Waffe, da mit der M4 rumzurennen. Dann lieber die CZ in die Hand. Noch das Equipment aus der zweiten Reihe nutzen und die Rifle an Fallen weitergeben. So, gute Chancen, dass Big hier direkt so weitermachen kann, wie sie eben aufgehört haben. Und da soll Gob B wieder einen entscheidenden Faktor bieten mit seinem Team Richtung Lang. So, Fur auf Close Distance mit der UMP. Next könnte da flott fallen, aber der ist direkt auf dem Köpfchen drauf. Damit kaum Granaten dabei.
die man bisher rausgeschmissen hat. Das heißt, das Investment hier bei Big noch sehr, sehr gut. Die Utility kann sehr spät eingesetzt werden. Und da sieht man ihn vorhin noch. Gobert und Next ziehen rum. Damit gehört ihnen die Mitte. Fallen zieht hier nochmal raus. Wie viel Schaden kann der da machen? Bulls hält weiter gegen. Fallen, der hat's da rausgeschummelt. Und er sieht die Waffe. Und Fallen hilft hier irgendwie Bulls aus. Der ist aber zwischenzeitlich gefallen. 3-2 Situation. Big ist über kurz durch. Oh mein Gott, da gibt's noch den Headshot hinterher. Oh mein Gott, und das ist eigentlich schon fast der Rückzug. Wäre der Headshot da nicht gekommen, hätte man mal sagen können, okay, vielleicht haben wir nochmal eine Chance, das zu suchen, aber mit dem Headshot und dem kleinen Chaos, was da eben kam, muss man hier weg. Oh, das ist so wichtig für Big. Vorhin da echt nochmal mit einem guten Positionswechsel, dass er da aus der Smoke rausschleichen kann. Nur das Backup hier für Bolts nicht optimal gelaufen. Der halt irgendwie die Mammutaufgabe da hat, gegen drei Leute auf kurz dazu fighten. Am Ende nimmt Big genau diesen Spieler raus. Und das ist gelaufen. Gut, der hätte gute Fallen auch nicht mehr viel machen. Also Stewie wollte da unbedingt ein paar Kugeln fangen im Helm. Und den Big Clan da auch ein bisschen unterstützen, glaube ich. Ja. Der hat natürlich auch ja so ein bisschen Mitgefühl, dass man vielleicht Big in der Halle sehen möchte. Vor deutschem Publikum. Nein, Spaß beiseite. Passiert natürlich. Das Chaos wird hier so ein bisschen auch dann auch von Big ausgenutzt. Beziehungsweise Stu2K kommt auf das Chaos in der Situation vielleicht nicht so ganz klar. Nochmal zwei Waffen. Die CZ wird weiter getroppt an Bolts. Cold Zero hätte ruhig seine CZ abgeben können. Richtiger Anti-Mate. Das wäre vielleicht nochmal was gewesen für die beiden Leute an der USP. Oh, die Waffe wurde weiter getroppt. Habe ich mich gerade verguckt? Kann auch sein, dass ich mich verschaut habe. Dann tut es mir leid. Nee, ich hab mich verguckt, glaube ich. Es tut mir echt leid. Dann nehme ich alles wieder zurück. Auf jeden Fall, die Runde läuft gerade ganz gut für Made in Brazil. So. Geht nach vorne. Wie gesagt, da ist immer noch eine Rifle bei Stu2K, eine bei Fallen. Nur die eine ist drüben, Richtung B. Und die taugt natürlich erstmal nichts, um die Offensive hier von Big aufzuhalten. Dafür die CZ noch bei Bolts, da wird gut rumgegangen. Und dann sitzen die Schüsse, aber wer fällt da in den Rücken? Das entzückt doch Made in Brazil in eine 2-1 Situation. Es ist nur noch Tizian. Und er weiß ganz genau, okay, der eine lauert in meinem Rücken. Das wird ihn aber nicht entzücken. Und Fallen, der wurde gesehen. Ohoho, was eine Drehung nochmal. Also es bleibt weiter spannend. Ein Hin und Her, das gibt's doch nicht. Ein Hin und Her zwischen den beiden Teams. Es liegt Made in Brazil hier vor. Dann kommt die absolut, ja, ich würde schon nicht sagen absolut, aber schon die solidere Partie, wenn es mit Waffen nach vorne geht. Sie halten das Geld klein bei Made in Brazil, bei Big. Aber immer ist es Made in Brazil irgendwie mit einer Antwort, die aus dem Nichts kommt. Und dann auch mit einem guten Laufweg, zum Beispiel eben wie von Föhr. Also damit wird das Geld leider nicht in die Höhe schießen. Für den Big Clan, da wird sich Gob und Co. nicht freuen. Dafür bleiben wir weiter mit einer spannenden Partie im Rennen. Auch das Geld noch nicht so geil bei Made in Brazil. Es entscheidet sich jetzt alles so ein bisschen, ja, wie die Halbzeit natürlich dann auch ausgehen wird. Oh mein Gott, Gob verbrennt da. Oh, ich glaube, da gab es ein bisschen Kommunikationsproblem, wer dann den Molotow bitte ablöschen sollte. Am Ende, ja, ist das nicht so ganz wohl auf Kommunikationsebene gut gelaufen. Na, passiert auch. Kleine Fehler, die am Ende vielleicht sogar bestraft werden. So, Next nochmal auf der Suche über kurz. So, ist wieder sein Team dabei. Also, Bigs Gameplan
ist gerade sehr, sehr A-fokussiert und irgendwie scheint es auch über kurz ganz gut aufzugehen, besonders weil Smuja da hochgeboostet ist und Smuja versucht weiter gegenzuhalten. Coolzera sitzt in der Ecke drin. Oh, schöner Anschuss und dann kann da Coolzera gar nichts machen. Was geht denn gerade mit Smuja ab in der Runde? 3K von ihm, fast im Alleingang den Spot da aufgerissen mit gutem Backup von der Rifle und dann ist wieder die Lücke über kurz, die Made in Brazil in arge Bedrängnis bringt und damit geht Big höchstwahrscheinlich wieder in Führung. So, damit kann er auch ein bisschen Kaffee kochen, vielleicht Abwasch machen im House of Inferno. So, da geht man jetzt auch direkt auf die Jagd. So, damit ist Stewie bekannt. So, der will unbedingt die Waffe hier noch upgraden. Und dadurch eine AK und wird dafür am Ende bestraft mit einem starken, starken 4K von Smuja. Der im Alleingang, fast im Alleingang aus der zweiten Reihe den Big Clan da nach vorne schießt. Also Made in Brazil hat gerade arge Probleme, ihre A-Kontrolle Richtung Kurz irgendwie auf die Kette zu bekommen. Sie haben eigentlich die Spieler dazu mit Bowles, der ein super Pitch-Spieler ist. Sie haben Coolzera an der AWP, beziehungsweise auch an der Rifle. Und sie haben Föhr. Und das ist eigentlich das beste Handwerk oder das beste Werkzeug, was du hast. Und vielleicht eines der gefährlichsten Werkzeuge, um A zu halten. Aber irgendwie gelingt es ihnen gerade nicht. Also Big bekommt hier wirklich auch mit dem kleinen Kniff, dass sie Smuja da hochgeboostet haben mit der AWP, diese A-Kontrolle doch sehr schnell wieder auf ihre Seite. Somit hat Big wieder den Vorteil ins 5 gegen 6 auf dem Scoreboard. Damit auch wieder kein Geld bei Made in Brazil. Die sind wieder im Force-Buy. Ein Hin und ein Her, wenn es um das Geld geht. Frag heute nicht die Sparkasse. Weil die wird hier auch nicht weiterhelfen können in dieser Situation, wenn es um das Geld geht gerade. So, nochmal ein tiefer Molotow. Spot ist eingenommen. Da kann man fast schon überlegen, okay, wir haben keinen einzigen Kill geholt. Lass abhauen, lass safen. Lass nächste Runde nochmal was draufkaufen. Oder einfach nur sparen und nochmal mit dem Equipment spielen, was man hat. Dann hast du nämlich jetzt eine AWP für die nächste Runde. Eine M4, zweimal CZ, Kevlar. Und was hinzukommt, kann man dann nochmal kaufen danach. So, ihr könnt natürlich auch weitermachen über unser Hashtag 99ESL1 oder gerne auch @Jitko, dann kommt es direkt persönlich bei mir an. Auf Twitter. Würde mich natürlich auch über ein Follow freuen. Aber wie gesagt, Bilder sind super willkommen. So, und damit geht es weiter. Also Big hält hier gerade die Partie wieder gut auf ihrer Seite. Immer die erste Hälfte, die wirklich gut läuft. Sie schaffen, 8 Runden zu holen. Das sollten sie ja auch wieder schaffen. Und dann lässt man immer so ein bisschen in Hälfte Nummer 2 nach und das müssen sie jetzt hier unterbinden auf Inferno. Und erstmal hier gegen Fallen eine Antwort finden. So, der wartet jetzt Richtung Side. Der weiß, dass da noch einer wartet. Fallen mit dem 3K! Nummer 4 kommt nicht hinterher. Da ist nämlich Tapsen und beendet den Blutrausch. Mal wieder von Fallen, was wir so ein bisschen auf Cash aufblitzen sehen haben. Kann er hier auf Inferno nochmal wiederholen. So, am Ende passt man aber hier gut auf. Und Smuja kann der Tapsen das Backup geben. Damit liegt es jetzt an Coolzera. Und der hat auf jeden Fall gute Klatschqualitäten, das nochmal runterzuspielen. So, das Geld füllt sich auch langsam mal Big. Für die letzte Runde hat man da auf jeden Fall nochmal mehr als genug auf der hohen Kante. Da kann man jetzt nämlich auch jagen gehen. So, da passt Coolzera auf. Gutes Timing zum Rumziehen. Ja, und damit heißt das, Made in Brazil geht hier erstmal
muss man schon sagen, auf Inferno in einen guten Rückstand. Also 5-8 ist schon echt happig jetzt für den Anfang. So, was haben wir denn jetzt hier? Made in Brazil mit dem nächsten Bike. Klar, sie hatten in der letzten Runde nicht wirklich viel investiert. Das heißt, ca. 2000 zurückgelegt und dann sieht man es auch im Geld. Das ist auf jeden Fall wieder für den Kauf geeignet, um mit Rifles hier reinzugehen. Ja, trotzdem, die AWP wäre wahrscheinlich nochmal gut gewesen. Der Wunsch wird ihnen aber nicht erfüllt. Wir sind ja auch nicht auf dem Wunschkonzert oder auf dem Ponyhof. Das Leben ist hart und dieses harte Leben wird ihnen gerade so ein bisschen von Big diktiert. So, Molotow in die Ecke, Smuja wieder mit dem Versuch, irgendwo die Öffnung mit Gob B in der Mitte zu finden. Also diese Kombination gefällt mir gerade richtig gut Richtung Mitte, besonders weil der Tizian noch dabei ist, aber diesmal rennt hier Gob B direkt in seinen Tod rein. So, da wird er vorher gesehen und damit kann er da nicht wirklich viel machen. So, Big, wird das zu heiß? Fragezeichen. Next überlebt da mit einem HP. Nochmal Glück gehabt, dass der Molotow sich da nicht ausgebreitet hat. So, man versucht wieder über kurz durchzukommen. So, Next kann da natürlich nicht viel machen, außer noch vielleicht das Fliegenfutter abspielen. Mal gucken, was da noch möglich ist. Diesmal fällt hier Bolts. Also, sie haben keinen Pitch. Den Cold Zero wartet so lange es geht Richtung Side-Up und wird hier von Tapsen rausgenommen. Also wieder die Kurzkontrolle, die hier einfach überhaupt nicht bei Made in Brazil funktioniert. Wie kann das passieren, dass Made in Brazil so einfach den Spot über kurz verliert? Das wird hier gerade so von Big abused. Aber sie haben immer noch die Chance, in den Retake zu gehen. Next mit einem HP. Das heißt, der Headshot muss sitzen gegen Fallen. Und er zieht rein und Next ist im Vorteil. Oh, das ist gut rumgegangen von Fallen, aber Next holt den Frag. Stuart UK weiß jetzt natürlich, dass Next da auch auf Close Distance steht. Das ist ein einfacher Refrag. Aber guck, wie viel Schaden der noch verteilt hat. 46 HP. Es geht nach vorne. 2 gegen 1 Situation. Smuja sitzt Richtung Seite. Er schießt vorbei. Und damit geht die Bombe hier nochmal an Made in Brazil. 6-8. Was ein knapper Retake. Und am Ende kann Big die Offensive über kurz selbst nicht aufhalten. Letzte Runde der ersten Hälfte. Made in Brazil holt hier weiter auf und macht die Partie auf jeden Fall nochmal mega ausgeglichen. Wenn wir uns das Geld angucken, ist das nochmal eine beeindruckende Leistung. Weil davon hatten sie fast über die komplette Partie nada. Also der Big legt hier schon, oder Big Clan legt hier schon gut vor. Verändert auch ein, zweimal ihren eigenen Geldbruch. Und wie gesagt, diese Kurzkontrolle bei Made in Brazil, die wird wunderbar ausgehebelt von Big. So, Föhr auch diesmal direkt in den Tod geschickt. So, damit kann sich Next aufbauen für seine Smoke. Bombe geht diesmal Richtung B, Smoke kommt rein. So, damit wird Next nochmal was drüber flashen, das Ganze anfaken. Man lässt Tizian im Haus stehen, so wie es aussieht. Und dann wird man sich langsam nach vorne bewegen. Ich weiß nicht, wie weit das schon gehört wurde. Made in Brazil hat hier aber erstmal keine Präferenzen, weiter rüberzuziehen. 2-2 Setup. Das heißt, es wird jetzt an Stewie und an Fallen liegen, das zu verteidigen. Fallen auf einer sehr großen Position. Oh, Stewie macht den Double Kill. Das ist bitter für Big. Stewie könnte hier der rettende Anker sein, der sie am Leben hält und damit eine 7. Runde aufs Konto bucht. Oh, das ist bitter. Die Smoke kam nochmal gut rein. Fallen. Wer sieht wen als erstes? Es ist Fallen. Der Anschluss sitzt nochmal gut. Tizian, der Letzte. Die rettende Hoffnung, vielleicht diese Runde nochmal zu holen. So, Stewie rausgenommen, Fallen wird gesucht und er weiß ganz genau, wo er steht. 8-7. Dank Stewie erarbeitet man sich hier nochmal einen riesen Vorteil. Und der wird hier direkt belohnt mit einer 7. Runde. Nochmal kurz für beide Teams zum Durchatmen. Es geht hier, für die Leute, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben, es geht um den Einzug in die Arena. Na, die Quoten eher auf Seiten von Made in Brazil.
Ja, gehen ja also sowieso als Favorit rein, von daher keine Überraschung. Aber wiederum müssen wir sagen, wie gesagt, der Big Clan präsentiert sich hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und es geht um den Einzug in die Arena und ins Viertelfinale. Das vor deutscher Crowd oder beziehungsweise auch vor internationaler Crowd wäre natürlich für Big genau den Wunsch, den sie gerne erfüllen würden, auch für die deutsche Community. Aber am Ende sieht das hier aus, als könnte Mate & Brazil sogar noch eine nächste Pistol Round holen. Oh, außer Nex hat da was dagegen. Nex will ihn da aus der Luft rausfischen, aber am Ende ist das hier ein bisschen zu viel Gegenwehr, die von Mate & Brazil Richtung Banane reinkommt. 8 zu 8. Also auch diese Pistol Round geht an die Jungs aus Brasilien. Und damit teilt man sich in dieser Best of Three Series mit 3-3 das Ganze auf. So, es geht nach vorne. CZ. Das ist die Ausstattung bei Big. Ohne Kevlar. Einfach nur CZ. Eine Granate noch dabei bei Nex und eine bei Tizian. Aber ansonsten, der versucht dann natürlich auch ein bisschen Schaden über kurz zu machen. So, die Flash kommt gut rein. Beide blind. Oh, da wird aber ordentlich gepre-fired. So, da wartet noch ein zweiter. Der ist jetzt bekannt. Man geht dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg. Der Molotow kümmert sich da vorher schon drum. Und Gott B ist bekannt. So, der kann nochmal ins Haus abzischen. Aber die Runde durch die Kontrolle und durch das Pre-Fire von Stu2k, ja, auf jeden Fall gut ausgehebelt. Und am Ende zu viel Schaden da direkt verteilt. So, dann wird auch direkt die Rotation abgehalten. Damit ist Smu ja auch Geschichte. Und die Runde für Big weg. So ein nice Dryer zu zweit zu kurz aufzubauen. Aber am Ende die Flash, die genau der Schlüssel zum Erfolg war. Dass Mate & Brazil doch eine sehr leichte Runde bekam. Dann über die lange Distanz. Dann machst du da nicht mehr viel bei Big. So, damit könnte Big nochmal die eine oder andere Pistole oder Nate reinforcen. Dadurch, dass sie ja in der letzten Runde keine Kevlar gekauft haben. Was ja auch nochmal ein Nachteil ist. Und eigentlich kein dummer Gedanke. Weil die MAC-10 sowieso mit Headshot tötet und das Geld kann man sich dann eigentlich auch gegen die SMG sparen. Und auf dem Niveau ist die MAC-10 sowieso auf Close Distance Headshot. Also wenn da ein Fur oder ein Cold Zero oder whatever hier auf Close Distance, zum Beispiel vorhin das gemacht hat, nach vorne geht, sitzt da sowieso das Aiming. Von daher die Idee gar nicht so dumm. So, ist nur noch Tizian. Also kurz und schmerzlos wird man hier mit dem Brazil nochmal ein bisschen hochfarmen. Am Ende kann die MAC-10 hier auch ordentlich Geld auf die Seite bunkern. zu 8. Erste Waffenrunde für den Big Clan auf Hälfte Nummer 2. Für Mate & Brazil heißt es natürlich jetzt direkt weiterhin das Tempo hier vorzugeben. Big Clan hat einen Nachteil, die haben noch nicht wirklich viel Equipment, was sie hier reinwerfen können. Auch wenn sie ordentlich auf die Seite gelegt haben, fehlt es hier an einem Dev-Kit. Der ein oder andere Spieler mit ein paar weniger Granaten, aber dafür hat man sich ja auch ein bisschen mehr auf die Seite gelegt, dass man halt diesen Nachteil, besonders in der Banane, wo man gerne die Raumkontrolle haben würde, auch das ein oder andere Granätchen mehr in der Hand hat. So, und Tizian wartet auf Close Distance, aber da wird gut aufgepasst. Also, Stewie mit der ersten Schelle, das Tempo wird angezogen, Flashbang sitzt auch gut dagegen, Smuja kann absolut nichts anrichten und dann fällt hier Mate & Brazil einfach über die Banane drüber. Oh, die Flashbang war gut und damit kannst du den Raum ohne Probleme einnehmen. Cool Zero kümmert sich sogar noch vorher um diesen Kill. Und damit ist die Runde den Bach runtergelaufen. Und das ist ein sehr tiefer Bach gewesen, weil die Runde hat bei Big überhaupt nicht funktioniert. Also hat alles gepasst bei Mate & Brazil in der Banane. Die Flashbang kam nicht gut an.
Da konnte Tizian keinen Profit rausschlagen, plus dass er direkt geprefired wurde und überhaupt keine Chance hatte, da irgendwas zu machen. Kam die Flash rein, poppt auf und da wird direkt geschossen an die Stelle. Und das ist einfach auch Erfahrung, die man ausspielen kann, dann auch beim Made in Brazil. Dafür hat man hier schon ein paar Major-Gewinner dabei. So, Goppe versucht da irgendwie die Waffe nochmal zu verteidigen. Ja, und am Ende sind das vier schöne Waffen, die man dann auch beim Made in Brazil durchbringt. Und wir sehen es nochmal, das kleine Upgrade. Zweimal M4 dazu bekommen, ist natürlich auch ein netter Bonus. Und wir sehen es am Geld und das könnte in eine echt bittere Partie gehen, wenn Big es nicht schafft, hier nochmal das Geld zu brechen. Und das ist auf T-Seite meistens schwerer. Also das Geld von der T-Seite zu brechen, weil das Einkaufen halt billiger ist. So, nochmal sparen. Auch wenn das eine bittere Pille ist und Made in Brazil dadurch natürlich auch wieder eine Runde wegziehen kann, muss es sein. Es muss sein, um in diese Partie nochmal zurückzukommen. Nochmal die Übersicht. Man versucht natürlich auch diesmal taktisch sich ein bisschen umzustellen, ein kleines bisschen zu blocken und ein gutes Kreuzfeuer vielleicht hier umzusetzen auf A-Spot. Aber das Tapsen auch direkt gefallen, damit ist Gopi allein auf sich gestellt. Zwar ist Next schon rübergezogen, aber der ist mega weit entfernt, da Gopi irgendwie zu unterstützen. Und er wartet natürlich auf den perfekten Moment, da nochmal einzugreifen, wenn die Bombe geplantet werden sollte. Also er musste eigentlich nichts machen, außer abwarten und Tee trinken. Genau wie Nex Richtung Lang aufpassen sollte, dass er da zuschlägt. Also wir machen jetzt taktisches Counter-Strike über die Karte. Und wir sehen jetzt, wie wunderbar sich Fallen und Coldzera über die Mitte aufbauen, unterstützen jetzt hier Bolts. Und Gott B wartet immer noch hinter der Wand. Der kriegt jetzt keinen Support mehr. Nex müsste durchpushen und das macht er ja einfach. Also er versucht den Support Richtung Spot zu geben. Damit sind wir wieder live im Spiel. Und Gott B wartet auf seine Möglichkeiten, da natürlich auch einzugreifen. Das wird natürlich gecheckt hier von Fallen. Das heißt, der Herd wurde direkt gelöscht und Smujo und Tizian sind die letzten beiden Verbleibenden. Jo, nette Schelle da nochmal von Coldzera, aber hier sollte auch nichts mehr anbringen. Wie gesagt, mit Gop B war da noch die einzige Alternative offen, ein bisschen Schaden zu machen, vielleicht die Bombe rauszunehmen, whatever. Aber in dem Fall, nachdem Fallen da den Check gemacht hat, da hat man schon alles abgesucht, da war die einzige Alternative eigentlich nur noch der Graveyard. Also, vielleicht genau die Schlüsselrunde jetzt bei Big, die fruchten muss. Wie gesagt, das Geld wird nicht weniger bei den Jungs von mir, Made in Brazil. Tja, und auf die Runde kommt es jetzt an. Doppel-AWP bei Smuja und bei Tapsen. Und wie ich so gerne immer sage, die zählt die Runde. Die zählt auf jeden Fall für Big. So, tiefe Smoke. Direkter Konter-Molotow. Um da keinen Peak zu ermöglichen mit der AWP. Und dann geht's du hier einfach durch. So, und den Raum kann er sich auch erarbeiten. Er weiß ganz genau, okay, da wird keine AWP warten hinten beim K. Damit hat man diesen Raum auch gut gegenkontern können bei Made in Brazil. Für Big natürlich auch direkt wieder der Rückzug. Man teilt sich neu auf, also ein frühes 4-1-Setup nach circa 40 Sekunden. Damit lässt man Tapsen alleine, Smuja alleine mit der AWP Richtung B stehen. So, Fallen unterwegs. Der hat schon gezeigt, welches Potenzial er heute abgreifen kann auf der CT-Seite. Jetzt auf der T-Seite wäre natürlich ein Segen für sein Team und muss das Duell vielleicht gegebenenfalls hier sogar gegen Tapsen eingehen. So, Molotov kommt rein. Er bleibt weiter auf dem Kreuzfeuer. Das könnte gut aufgehen, aber das ist einfach nur dieses klassische brasilianische Spiel von Fallen Richtung Mitte, so ein bisschen Stress zu machen. Dann den Versuch zu starten, vielleicht ein paar Granaten zu ziehen und dann gegebenenfalls sogar nochmal Richtung B zurück zu rotieren oder halt den Push über kurz zu wagen.
So, sie warten weiter ab, 31 Sekunden, die Zeit wird natürlich jetzt langsam knapp und sie stehen halt mit 4 Leuten bereit. Das ist eigentlich perfekt für Big, wenn sie mit 4 Leuten hier den Spot schon dicht machen. Sui hat sich da komplett zurückgezogen, sie müssen jetzt auf den Spot gehen. Also sie läuft die Zeit davon, 90 Sekunden, nochmal der Block, da wird das Equipment gut von Big eingesetzt, aber das ist jetzt leer. Next zieht rein, Tizian zieht rum, Fair der Einzige, der dann ein bisschen Impact hat, aber der hat nur noch 35 HP und das Kreuzfeuer steht hier, wieder von Bolts aufgelöst. Oh mein Gott, Bolts! Go B, hilft nochmal aus. Next spielt einfach nur auf Zeit und da ist es. Die Runde ist da für Big. Smoja muss da nichts mehr machen, außer nur zu überleben. Und Next wartet einfach nur ab, nachdem ihm die Bombe da vor die Füße getroppt sind. Und Gob holt den Impact Frag des Todes. Und wer redet natürlich auch, dass die Bombe dann gelegt werden wollte. Also besser kann es hier nicht laufen für Big. Und Made in Brazil hat sich hier komplett mit der Zeit verzettelt. Also, die Runde ist so wichtig, auch wenn sie mega teuer war, ist das hier zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung, um an Made in Brazil ranzukommen. Und wir sehen es halt im Equipment, wenn du trotz gewonnener Runde bescheidener kaufen musst als der Gegner und der Gegner hat, wie schon vorher erwähnt, genug feeden können. Man macht den Gegner genug gefeedet auf Seiten von Big mit den SMGs, dass die erstmal keine Probleme haben, die nächsten 2 Runden noch reinzukaufen. Aber das ist ein guter Start für Big, um uns nochmal eine spannende Partie zu bieten. Auch wenn da jetzt 2 MP7 dabei sind. Ganz, ganz gefährliche Situation, dass Big mit der nächsten Runde, auch dadurch, dass sie jetzt natürlich eine Follow-up-Runde brauchen, die Partie aus der Hand geben und vielleicht am Ende sogar wegen dem Geld verlieren. Nochmal der Aufbau. Sehr abwartend. Von Made in Brazil. So, wieder der Wechsel mit 4 Leuten Richtung A-Side sich aufzubauen. Will man diesmal ein bisschen mehr Informationen holen? Traut sich nicht wirklich nach vorne zu gehen. Doch, man schickt sogar Taps nach vorne mit der AWP nochmal auf die Kante, um da so ein bisschen auch Tizian in der Ecke zu unterstützen. So, Stewie nimmt hier nachträglich den Raum Richtung Banane ein. So, jetzt kommt der Molotow reingeflogen, damit muss ich Smoja zurückziehen. Es kommt noch der Wechsel und das könnte für Made in Brazil genau der richtige Molotow gewesen sein, dass man hier sogar die Rotation beibehalten will. Damit haben sie jetzt den Push übers Haus und da steht keiner wirklich im Pit drin. Sie stehen zu zweit Richtung kurz und da pushen sie einfach raus. Da ist natürlich noch die Smoke, damit verlieren sie jetzt den Pit, aber Next kann weiter in die Position halten. Next versucht dagegen, Engel die zu drücken, aber Tapsen und Next, die fallen beide gegen Cool Zero und Bolts. Also noch das Bestmögliche versucht hier rauszuholen, aber die Situation ist noch nicht zu Ende. Big hat immer noch die Möglichkeit, hier den Retake runterzuspielen. Trotzdem, sie brauchen diese Runde, ansonsten sind sie im Geld wieder gebrochen und Made in Brazil könnte hier komplett wegziehen. 2 Leute im Pit, einfach nur eine super sichere Afterplan-Position mit Bolts und Cool Zero. Einrichtungszeit. So, da versuchen sie jetzt nach vorne zu kommen. Eigentlich müsste Gob versuchen, im Pit hier irgendwie auszuhelfen und Bolts macht auch Nummer 1. Damit seine Position, die er auf der CT-Seite gut beherrscht, kann auch hier jetzt auf der T-Seite eingesetzt werden. Und da muss Big safen gehen. Sie finden keine Möglichkeit mehr, hier auf den Spot draufzukommen. Da wird noch das mitgenommen, was geht. Und dann müssen sie die Segel streichen. Das ist die 13. Runde für Made in Brazil. Und wie erwähnt, das ist natürlich jetzt der absolute Knickbruch, weil du nichts an Geld hast. Und du musst fast schon drauf gehen, hier jetzt zu sparen. Dann nochmal zu sparen. Und dann zu kaufen. Was willst du nächste Runde kaufen? Sie müssen eigentlich forcen und das machen sie auch. Also soll alles in die Hände des Force gelegt werden und dann wahrscheinlich nochmal auf Overtime. Oh, der Molotow. Tapsen hatte überhaupt keine Chance. Nochmal der Block. Aber der hilft Stewie 2K sogar noch raus. Da ein bisschen zu sprayen. Das ist jetzt halt die bittere Wahrheit des Geldes, die hier Big
absolut nicht die Karten spielt. ...13-9. Also Made in Brazil hat diese Partie absolut in den eigenen Händen, um in das Viertelfinale zu ziehen. Und es geht nach vorne. Gob wieder in einer sehr aggressiven Position mit der CZ. Es geht über kurz. So, die Bombe geht in der ersten Reihe. So, das Haus kommt raus. Gob B bekommt da erstmal einen Free-Frag. Und plus eine AK, ne? Das ist schon mal gut. Smuja kommt zum Backup. Da laufen sie jetzt wunderbar rein. Smuja wechselt nochmal die Position. Passt auf. Und Gob wartet einfach auf Zeit. Smuja hält hier sein Team am Leben. Es ist nur noch Gold Zira. Und der sieht Gob B's Kopf. Die Bombe ist gedroppt. Und Gob B wartet einfach nur ab. Und die Runde ist gelaufen. Was war das denn für eine Eskalation? Von Smuja Richtung Spot. Und er bringt uns die Partie hier nochmal zurück. In die Möglichkeit, dass Big nochmal das Comeback starten könnte. Also die AWP goldrichtig in den Händen von Smuja. Taktische Pause kommt hier direkt von Big hinterher. Oh, 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 da dürfen sie sich bei ihm bedanken, dass er da Richtung kurz alles dicht hält. Super schlau auch von Gob B gespielt, der einfach nur in der Deckung bleibt und wartet und hofft, dass sein Team hinterherzieht. Ganz, ganz wichtig. Und damit ist die Partie nochmal möglich für Big, dass man sie öffnen kann. Und das ist halt, guckt euch das an. Made in Brazil wurde jetzt langsam aber sicher so ein bisschen runtergestampft, wenn es ums Geld geht. Sie haben sich halt so einen riesen Vorteil am Anfang der Partie in der Hälfte Nummer 2 erspielt, dass es halt schon schwer genug ist, für Big nochmal in diese Partie reinzukommen. So, und da müssen sie jetzt weiter drauf aufbauen. Und wir sehen's. Das Geld wieder an einem Punkt, wo Made in Brazil auch verdammt nochmal aufpassen muss. Nochmal ein bisschen Disco. So, aber auch bei Big ist das so ein Wendepunkt, der über diese Partie entscheiden könnte. Runde 23 war der Anfang, bringt Runde 24 nochmal den Highland und damit natürlich auch das Comeback von Big, um in diese Partie nochmal reinzukommen. Do it okay. Nimmt die Banane ein, zusammen mit seinem Team. Damit haben sie auf jeden Fall schon mal diese Kontrolle. Und vielleicht, weil auch A in der letzten Runde nicht so gut funktioniert hat, entscheidet man sich diesmal Richtung B drauf zu gehen. So, zwischenzeitlich zieht ja auch Bolz mit hinterher. Granaten hat man genug. So, Stewie küsst nochmal eine Runde die Wand. So, das ist eine kleine Gap und das macht Stewie sehr, sehr schlau. Sondern abzuwarten, bis sein Team da ist. Tizian steht in der Smoke. An dem laufen sie jetzt vorbei. Der versucht, den Rücken zu fallen. Und klappt das hier? Das klappt zumindest mit einem. Aber das Play sitzt nicht durch. Es sitzt da. Triple Kill von Tizian. Und der sitzt. Was eine Aktion von Tizian. Oh, da hat er kurz gerudert bei dem zweiten. Aber am Ende ist genug Munition in der AK drin. Oh, da bringt uns Big nochmal in die Partie rein. Und guckt euch das Geld an bei Made in Brazil. Das ist arschknapp. Die haben nichts mehr. Und das wünschen wir uns doch, dass Made in Brazil und Big uns hier ein Krimi liefern. Und Big möchte hier den Sieg haben. Man merkt es. Sie kämpfen sich nochmal zurück. Made in Brazil muss in die Sparrunde gehen. Das wäre die 12. Runde für Big, aber ich würde den Tag hier noch nicht vom Abend loben, weil da ist Kevlar dabei, da sind Pistols dabei und jetzt geht schnell wie bitte raus, Tapsen setzt an, Tapsen macht mehr als genug Schaden damit next und dann stehen sie da bereit. Und damit geht die Runde hier eindeutig an Big.
Und das ist natürlich auch gut, dass man das so gut abgefangen hat. Wie viel Geld jetzt bei Big da ist für diese entscheidenden Runden. Und da kommt direkt eine taktische Pause von Made in Brazil. Und die brauchen sie jetzt auch. Sie müssen jetzt noch aus dem letzten Loch kaufen. Big hat Geld auf die Seite gelegt. Das heißt, Made in Brazil könnte die Partie jetzt auch aus der Hand gleiten. Also, Smuja ist dafür verantwortlich, dass diese Partie nochmal aufgeht. Und Tizian bringt die Partie auf den richtigen Weg. Und damit muss Made in Brazil jetzt kämpfen. Und das am besten mit der Runde. Ansonsten könnte Big hier vorbeiziehen. So, ich bedanke mich natürlich bei allen nochmal für den Support. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr Bock habt, macht auf Twitter mit @jitko und das Hashtag natürlich 99ESL1. Könnt ihr mit uns kommunizieren über den Weg. Eure Bilder einsenden, wir das Ganze verfolgen. Natürlich auch Glückwünsche an das Team von Brasilien schicken oder an das Team aus Deutschland. Würden wir uns natürlich auch freuen. Für das, was ihr auch immer seid. So, 13:12. Es geht weiter. Diesmal etwas offensiver Richtung Banane runter. Und das scheint hier direkt mal belohnt zu werden, weil Tizian hier gerade einen super Impact hat in den letzten beiden Runden. Nochmal der Schaden gegen Fallen. So, jetzt zurück. Und das Ding ist erstmal gegessen in der Banane. So, sie halten trotzdem weiter erstmal diesen Raum. Made in Brazil oder beziehungsweise das ex-SK Gaming Lineup ist natürlich auch dafür bekannt, verzögert die Banane einzunehmen. Sei es mit Stewie, der schon wieder danach geiert. Und das heißt, das ist eigentlich ein guter Wechsel von Big. Smuja etwas aggressiver abzustellen der Banane. Er hat auch noch Equipment dabei, dass er auch wieder aus der Situation rauskommt. Das heißt, der Raum ist jetzt super wichtig für Big. Weil dadurch hat man Stewie 2K erstmal eingedämmt. Der wartet immer noch nach hinten ab. Und sein Team muss halt Richtung A arbeiten. Und da steht Gob bereit und kann erstmal wieder zusammen mit Tapsner dicht machen. So, das sieht hier sehr gut aus. Man steht jetzt halt Richtung Lang bereit. Das Kreuzfeuer noch nicht ganz ideal, weil da die Smoke liegt. Tizian zieht sich einfach nur sehr schlau zurück. Next kann trotzdem nochmal aushelfen. Und das ist sehr viel Schaden. Und nochmal durch die Smoke gepfeffert. Föhr nur noch auf 45 HP. Next zieht sich zurück, das sind 29 Sekunden. Sie haben sich alle Vorteile der Welt hier erarbeitet. Und Made in Brazil läuft Richtung Lang, diesmal gegen eine komplette Wand. Stewie 2K hat überhaupt keinen Impact in der Runde gehabt, weil er halt die Banane nicht bekommt, was eigentlich seine Aufgabe ist. Jetzt muss er halt versuchen, hier noch mit dem Brasilianer zusammen nochmal irgendwie einzugreifen. Dafür ist die Zeit aber zu knapp. Und Big bekommt hier eine Flawless Round. Die verlieren keinen einzigen Spieler. Was ist denn jetzt hier los? Ist da nochmal komplett der Umschwung im Mindset. Und da fallen nochmal zwei Spieler. Ist nicht so schlimm, Big hat genug Geld. Und wir sehen, wie viel Geld sie auf einmal haben. Wie gut das jetzt für Big nochmal rumgedreht ist. Durch zwei Runden. Eine durch Smuja, eine durch Tizian. Die nochmal das komplette Mindset hier von Big umkrempeln. Und die komplette Economy. Also, natürlich muss jetzt Made in Brazil wieder in diese Partie reinfinden, was natürlich hier etwas schwer ist. Man hat nur noch zwei AKs und versucht hier irgendwie Richtung Banane hochzukommen, zumindest erstmal mit Fair an der AK. Da wird aber gut abgeblockt von Big, die erstmal mit drei Leuten den Block versuchen mit Granaten und dann schießt Smuja durch die Wand, fast noch einen zweiten hinterher. Da hat sogar Stewie nochmal einen Anschuss bekommen auf 44 HP. Und damit haben sie allen Raum erstmal erfüllt. Wie weit traut sich Made in Brazil jetzt nach vorne, um hier nochmal gegenzufighten? So, Stewie steht bereit. So, sie haben keine Granaten dabei, das heißt, es muss jetzt zügig draufgehen. Noch eine Flashbang, die hier am Ende doch ganz gut Erfolg bringt. Aber da ist man schon da. Die AWP verschießt, damit versucht Smuja hier reinzuflechten, irgendwie Next auch auszuhelfen. Das ist nicht gut gelaufen. Damit steht Smuja in einer sehr kritischen Situation, kommt hier aber nochmal raus. Fallen traut es ja nicht rumzugehen, Gob B ist da mit der Rifle, es ist nur noch Fallen. Im 2 gegen 1, der weiß, dass einer in der Ruine ist. Das ist Smuja und da passt Tapsen mit der zweiten AWP auf. Und damit ist Big ein Schwung näher an der Overtime. Made in Brazil klappt hier nach zwei Runden komplett zusammen und die müssen wieder ein Timeout nehmen. Zwei Runden, die das Spiel am Ende vielleicht sogar entscheiden.
Ich kann es nicht noch, ich erwähne es nochmal. Zwei Runden, die das komplette Spiel drehen. Es ist krass. Das ist echt krass, wie schnell so ein Mindset umkippen kann. So, Next zurzeit Topscorer mit 21 Kills, eine ADR von 86,6. Auf der anderen Seite haben wir Fair mit 23 Kills, eine ADR von 84,4. Also nimmt man sich aber auch nicht viel, wenn wir einfach aufs Scoreboard schauen. Es ist super ausgeglichen. Mal sticht einer raus, mal droppt einer nach unten. Also da ist alles gegeben. Vielleicht auf Seite von Mate in Brazil hat man den einen oder anderen Kill mehr auf dem Konto. Aber am Ende steht hier Big erstmal mit einer Führung. Also zwei Runden sind's für Big, um das Ding hier zu gewinnen. Drei für Made in Brazil. Eine für Big in die Overtime. Zwei für Made in Brazil in die Overtime. Und wir sehen, das Geld sieht nicht sehr gut aus bei Made in Brazil. Wir haben nochmal bei Stewie eine AK dabei. Der muss aber drauf verzichten. Guter Peak da von Nex. Und eine gute Supportblech. Und das macht halt den Big Clan genau in diesem Moment aus, was sie uns auf Cash auch schon gezeigt haben. Nur im defensiven Verhalten klappt hier auf Inferno zumindest erstmal für die Anfangssituation sehr, sehr gut. Und damit hat man sich wieder einen Vorteil erarbeitet. So, hat noch genug Granaten bei den Brasilianern dabei. Baut erstmal wieder Richtung Mitte auf. Diesmal geht auch wieder das Setup mit Smuja auf, dass er sich weiter runterstellen kann. Und damit erstmal die volle Kontrolle über die Banane hat. Und Made in Brazil, die wirken gerade verzweifelt. Die versuchen hier nochmal drauf zu kommen. Die Smoke gibt sogar Tapsen noch den Vorteil. Es klappt gerade gar nicht bei Made in Brazil. Wie kann man so, ja, fast schon wegwerfen in die Runde? Oh, da ist das Chaos pur. Und das ist es. 15 Runden für Big. Made in Brazil ist hier gerade komplett von der Kante, von der Rolle runter. Oh, Riesenbock mit der Smoke. Da tapsen ja alle Möglichkeiten dagegen zu halten und zu callen. Also, sehen wir Made in Brazil oder ist das Made in Brazil? Das ist jetzt die große Frage. Es ist nochmal ein Timeout von Big, man fokussiert sich nochmal, man ist zum Greifen nah. Also, der rote Teppich, der wird schon ausgerollt für die Jungs. Und das Konfetti, das sprüht schon. Also, deutsches Team auf der ASL1 Cologne. In der Arena. In der Kathedrale des Counter-Strikes. Ist es Made in Brazil nochmal mit der Möglichkeit in die Overtime zu kommen? Ohne oder fast ohne Granaten. Oder ist es Big, die die Sache jetzt hier dicht machen mit der Doppel-AWP und vollem Granatenset? Jeder hat einen Helm, jeder hat eine Pistole. Sie haben alles dabei, um diese Runde erfolgreich auf ihre Seite zu bringen. So, Fur, wieder auf der Möglichkeit oder mit der Möglichkeit, irgendwie die Runde aufzumachen. Findet hier aber keine Initiative, die von Big kommt, diesmal. Über kurz. Also in Raum Richtung Haus bekommen sie. Oh, da hat man den Arm gesehen. Damit ist Tapsen tot. Damit die AWP auch weg. Damit auch die Möglichkeit, jetzt für Made in Brazil mal die Initiative zu ergreifen. Um diese Partie nochmal in die Overtime zu bringen. Leute, Leute, ist das spannend. Stewie2k auch diesmal mit dem Positionswechsel. Smuja hat die letzten paar Runden nicht wirklich viel in der Banane zu tun gehabt. Und das könnte vielleicht jetzt auch so ein bisschen Unachtsamkeit dann sein, die man dann hier ausnutzen kann. Also da muss Smuja extremst aufpassen, weil sie hätten jetzt ein paar Mal Richtung A versucht und die Banane eher stehen lassen. Und so wird es auch erstmal in dem Fall sein. So, Smuja. So, da springt man einmal durch. Oh, da schießt er vorbei. Geht nochmal nach, aber der Call ist gut. Und Smuja kommt hier nochmal raus. So, wechselt direkt auf die AK. Und das Tempo wird hier unglaublich angezogen. Nex ist da, der ist nicht weiß, der setzt an. Nex macht hier nochmal guten Grundschaden. Aber Smuja, der geht raus. Wie viel Zeit hat er denn zum Annehmen? 2 gegen 2. Godzilla reißt nochmal das Ganze auf. Aber Tizian steht schon im Rücken. Der, der der Initiator war für den Umbruch, für das Mindset. Kann er nochmal die Runde hier
zumachen mit Gott B. Es geht in den Retake, keine Granaten dabei, zwei Death Kits und es geht nach vorne. So, da ist Gott B mit Nummer 1. Damit liegt es an Fallen. Ist es Fallen, der Made in Brazil nochmal in die Overtime schießen kann? Oder ist es der Big Clan, der es schafft, sich hier gegen den Favoriten durchzusetzen? Die Zeit läuft gegen sie. Fallen wartet hinten. Fallen will unbedingt nur die Bombe rausnehmen. Fallen findet den ersten. Und damit muss die zurück. Geht in die Fuse, setzt an. Fallen spielt einfach nur auf Zeit. Und Fallen bringt sie nochmal in die Partie zurück. 14 zu 15. Es ist noch nicht entschieden. Es ist noch eine Runde, die sie trennt vor Overtime. Oder vor dem Sieg. Made in Brazil holt sich nochmal eine taktische Pause. Oh mein Gott, ist das scheißenknapp. 14 zu 15. Big hat immer noch Geld. Das haben sie sich gut erkämpft in den letzten paar Runden. Und allein, dass die Runde dadurch, dass nur Fallen überlebt hat, so teuer war für Made in Brazil. Sehen wir hier, das Geld reicht nochmal, um sich einigermaßen mit Galils und Equipment aufzuteilen. Aber da fehlt natürlich ein bisschen was. Also, gebt nochmal für euer Team, egal ob es für Made in Brazil ist oder für den Big Clan, gebt nochmal eure Herzchen in den Chat, feuert die Teams nochmal an, schickt eure Energie nach Kölle. Es geht hier um die Wurst. Wer geht ins Viertelfinale? Geht's in Overtime? Schafft es Big hier zu eskalieren? Oder schafft Made in Brazil nochmal das Comeback, um sich hier zurückzukämpfen? Am Ende würde ich es beiden gönnen. Aber es kann nur einer gewinnen. So, nochmal die AWP hier bei Tapsen in eine gute Position reinzubringen. So, da wird gut geprefired. Und man versucht es gar nicht. Also man versucht es diesmal nicht bei Big, nochmal irgendwie in der Mitte da den First Pick zu setzen. Besonders, weil Förder schon wieder sehr, sehr weit vorne ist. Muss man tierisch aufpassen. So, weiter geht's für die Jungs. Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, was das für eine Stresssituation für beide ist. Es geht hier um den Einzug ins Viertelfinale und auf der anderen Seite geht's um das Ausscheiden. Auf der einen Seite will sich natürlich auch Made in Brazil und der neue Orga direkt beweisen, um einen Playoff einzuziehen. Und Big ist es natürlich ein Herzenswunsch, sich hier zu präsentieren vor der heimischen Crowd. So, nochmal. Die Smoke. Es geht nach vorne. Made in Brazil zieht das Tempo an und was macht denn Stewie da? Der rennt da schon wieder durch. Oh mein Gott, was war das denn von Stewie? Aber Smuja mit der Antwort und jetzt geht's Richtung A. Und da ist die komplette Rotation schon rübergekommen. Das ist der Retake für den Big Clan. Jungs, macht uns nicht fertig. Wie spannend kann man hier ein Spiel gestalten? So, am Ende Tapsen nochmal mit der Antwort, aber das ist eine 3 gegen 2 Situation. Jetzt müsste Smuja hier glänzen. Ah, das ist aber so schwer auszuhebeln mit dem einen Spieler im Pit. So, Smuja auf dem Vorwärtsgang. Oh, der kommt nochmal ganz gut Richtung Side durch. Wird hier aber von Kultzimmer gesehen. Damit wird es hier wohl in die Overtime gehen. Wir werden die Overtime sehen. 15 zu 15. Und wer hat jetzt den längeren Atem? Wer kann sich hier Map Nummer 3 holen? Made in Brazil schafft es, wie schon so oft, nochmal diese Partie oder allgemein irgendwelche Partien nochmal herumzudrehen. Nochmal auf ihre Seite zu holen. Nochmal in die Overtime zu kommen. Es geht weiter. 15 zu 15. Die Jungs von Big kämpfen jetzt auf ihrer CT-Seite. Und zwar mit 16.000 in der MR3 gegen Made in Brazil. Ja, wie gesagt, Vorteil ist halt, dass beide Teams mit 16.000 ausgestattet sind in der Overtime. So, das macht das Ganze natürlich mega ausgeglichen. Soll das bessere Aiming gewinnen, die besseren Granaten gewinnen. Aber kein Nachteil in den Waffen. So, Föhr kann sich da durchkämpfen. So, Stewie wartet diesmal wieder defensiver ab und David Tizian direkt dafür bestraft. So, aber Gott B
nimmt die Panoramaroute übers Haus. Und die wird hier am Ende auch belohnt. Und man steht komplett auf Retake bereit Richtung Arthside. Sehr interessantes Setup. Und Kultura ist bekannt, da wird geprefired. Gutes Backup von Tapsen. 4 gegen 3. Und man hat direkt schon wieder Smuja rüberschieben lassen. Damit ist Föhr Richtung Pit durch. Und das haben sie, glaube ich, sogar auf dem Schirm, dass noch irgendwo einer Richtung Side rumschimmelt. Aber wo ist der? Das ist die große Frage. Und was hat Föhr davor? Das ist eigentlich die perfekte Ablenkung, um die Rotation beizubehalten. So, Föhr reist weiter in den Spot auf. Man wartet immer noch einen Ticken ab. Und was will Smuja da machen? Smuja überlegt, okay, ich ziehe rüber. Sie haben die Bombe noch nicht gesehen. Das Risiko natürlich mega hoch. Aber was geht denn hier auf einmal mit Föhr? Hält weiter drauf. Und das ist der perfekte Fake. Besser kann man es nicht machen. Viel zu viel Schaden, was er da verursacht. So, nochmal der Kill. Nein, aber dafür liegt die Bombe. Und die Retake-Situation nochmal möglich. Zu dieser Zeit ist Smuja auch schon rübergezogen. Also schnell genug da. Und deshalb, er muss jetzt auf Next warten. Sie haben keine Granaten mehr. Auch bei Fallen und Co. Es kommt hier einfach nur aufs pure Aiming an und aufs gute Positioning. Mit einem an den Coffins, eine Richtung Banane. So, es geht nach vorne. Wie schnell kann der Spieler an den Coffins ausgeschaltet werden? Der wird gar nicht erst gecheckt, weil da hat Stewie das bessere Timing. 16 zu 15. Und Fair halt gerade hier mit der Eskalationsrunde auf Doom Richtung A-Side. Aber da hat er sich auch gut durchgeschlingelt. Überlang. Ah, das hat Big so das Knick gebrochen. Wirklich sehr, sehr gut auch von der Game Sense ausgespielt. Dann passt das Aiming. Und Big zieht hier den kürzeren. So. Oh, der Molotow. Tietz ja nur mit 22, Smuja mit 32. Also wird schon ordentlich Rambazamba in der Banane veranstaltet. Wenn man nicht aufpasst, verliert man hier auch den einen oder anderen Spieler. Und aus der Situation geht auf jeden Fall Made in Brazil mit einem Vorteil raus. So, Fallen schickt da die Kavallerie nochmal nach vorne. Mit Coldzera und Stewie. 2K. Ja, den Vorteil erarbeiten sich auch ganz gut bei Made in Brazil. Gut, die Granaten eingesetzt, um da direkt einen Push von der AWP abzublocken. Auch von dem Rifle-Spieler zum Setup. Ja, und schon hat man den Salat, dass man bei Big ein Risiko eingeht und am Ende, ja, dafür auch nicht belohnt wird. Da kriegt Smuja noch den Anschuss. Plus, dass Tizian da vom Molotow doch sehr ramponiert wurde. Ja, und damit sind sie jetzt erstmal wieder mit dem Rücken gegen die Wand. Also sie können kein großes Risiko mehr Richtung B eingehen. Müssen jetzt darauf hoffen, dass das Triple Setup Richtung A steht. Und Made in Brazil baut sich auf. Erstmal mit den Granaten für den B-Spot. So. Fair wieder unterwegs. Der kleine Schlingel Richtung Mitte will natürlich so viel von den Mitspielern bei Big festhalten, wie es geht, um diesen Execute auch um einiges leichter zu machen. So, Tizia mit 22 HP sucht nochmal eine Position, wo er auch einen Vorteil hat im Winkel. Und Nix ist schon rübergezogen. So, der ist da. Sorgt nochmal für die Ablenkung. So, Tizian wird nicht gecheckt. Tizian setzt nochmal an. Aber das Prefire passt von Fallen. Und Coldzera räumt hier weiter in den Spot auf. Damit kommt man durch. Die Smoke hilft da nochmal aus. Die letzten 6 Sekunden ticken hier runter. Und Fair steht schon bereit. Findet Nummer 1. Den zweiten sollte er auch gehört haben. Gob B kann ihn aber hier stoppen. Ja, und Gob B ist meilenweit entfernt. Und jetzt allein. Und dreht auch direkt um. Uiuiuiui. Damit ist Made in Brazil hier am Drücker. So, Gob B versucht dann nochmal auf Exit-Tracks zu gehen. Klar, man hat genug Geld, trotzdem der Bonus mit der AK. Ich glaube, da würde er sich drüber freuen, weil die Runde ist nicht mehr zu holen für ihn. Ah, zu viel Grundschaden wurde da am Anfang verteilt. Damit nochmal die Chance für Big auf 16 Runden zu kommen. Ansonsten wäre das 18 zu 15. Dann müsste Made in Brazil noch eine Runde auf ihrer eigenen CT-Hälfte holen. Und Big müsste die perfekte Hälfte genau wie Made in Brazil spielen.
Warte, es geht nach vorne. 17 zu 15. Also Made in Brazil weiter unterwegs. Ja, auf der Suche. Und da wird diesmal der Doppelanschuss gegeben. So, eine Granate. Oh, gibt es direkt einen zurück gegen Tizian. Also, da schenkt man sich gar nichts, gerade eine Banane. Oh, da kommt der Boost. Oh, der wird von Cold Zero hier ausgenutzt. Also, diesmal ist es Tizian, aber der Double Kill. Und damit gehen sie in den Vorteil. Also, einmal die Granate von Tizian, die noch einen mit rausnimmt. Plus, dass man da bei Tapsen sogar noch einen findet. Und das ist diesmal der Unruhestifter hoch 10 und das ist fair. Und er hat so viele Probleme gemacht bisher in der Overtime. Und dann halt auch noch in der regulären Spielzeit am Ende. So, Smoke kommt rein. Was ist das Ziel jetzt? Man wartet da nochmal kurz auf eine Initiative, dass Big da vielleicht schon im Rücken steht. Man hat natürlich keine Information, wie viel Raum Big denn schon nach hinten eingenommen hat. Dafür steht man hier zu kompakt bei Made in Brazil und man wird es dann hier wohl auch versuchen, Richtung B drauf ankommen zu lassen. Smuja wartet dann noch. Molotov kommt rein, sind nochmal 8 Sekunden. Der fliegt einen Ticken. Nee, der fliegt gar nicht so weit. Aber dafür müssen sie eine Granate aufopfern. Und das ist genau die Smoke, die sie vielleicht brauchen, um nochmal CT abzublocken. Und das sieht nicht gut aus. Smuja hält hier weiter gegen. Smuja sieht den ersten, aber dann verbrennt er. Trotzdem, das ist super viel Schaden und den brauchen sie auch, um Fallen hier nochmal in die Knie zu zwingen. Fallen fängt das Ganze an und er geht jetzt auf den Kill. 6 Sekunden. Keine Zeit mehr. Und da ist Nex da. Nex holt die Runde. 17 zu 16. Also damit bleibt das Ganze hier spannend für Halbzeit Nummer 2. Der ist eine Overtime. Und vielleicht sehen wir noch eine Overtime, ne? Wer weiß, eine Overtime kommt selten allein. Und nochmal Fokus. Bei beiden Teams Doppel-AWP bei Cold Zero und bei Stu2K. Und wir sehen eine Doppel-AWP bei Gob und bei Smuja auf der T-Seite. Na, da bin ich aber mal gespannt, wie das am Ende aufgeht. So, wo will die Doppel-AWP hingehen? Gob B Richtung Banane, offensiv. Smuja hält die Mitte frei. Ja, das ist interessant, eigentlich untypisch. Eine Doppel-AWP auf T-Seite sieht man sehr, sehr, sehr selten. So, next. Auf ein neues. Ja, sieht man auch. Ein professioneller Spieler kann diesen Sprung manchmal vergeigen. So, Smuja Richtung Mitte unterwegs. Molotov kommt reingeflogen. Fallen steht da einfach nur super defensiv. Und das kann er, er hat halt ein sehr gutes Feingefühl, wie er denn rotieren muss. So, in dem Fall bekommt Big erstmal wieder viel, viel Kontrolle über die Mitte. Und was der Knackpunkt war bei Made in Brazil auf der CT-Seite, war halt einfach die Kontrolle über Kurz, beziehungsweise dieses offensive Spiel mit Tizian dann noch übers Haus. Und dann der Push halt komplett über Kurz. Das hat ihn so ein bisschen das Knick gebrochen. Und darauf muss Made in Brazil jetzt auch eine Antwort finden. Und da sie jetzt auch Granaten haben, um das Ganze abzublocken, muss Big hier aufpassen, dass sie sich nicht verzetteln und versuchen wieder Richtung Kurz zu gehen. Und diesmal stehen sie da bereit. Und sie haben eine Doppel-Setup Richtung Pit. Also bei Made in Brazil macht man sich gerade schon Gedanken. Oder hält das als Alternative offen, dass Big das nochmal versuchen könnte. So, Flashbang kommt rein. Damit holt man sich erstmal die Kontrolle Richtung Lang. Und man will versuchen, diesmal zwei Leute wirklich über Lang zu schicken. So, Bolz muss jetzt aufpassen. Tizian versucht irgendwie die Öffnung zu finden. Erster fällt, zweiter ist gecallt. Gob B holt den Reflex. Und Fair, der kriegt einfach nur ins Gesicht geschossen. 3 gegen 2 Situation. Und Fallen denn da? Überlebt mit 10 AP. Oh, das ist die Abrechnung. Also Gob B, Main AWP incoming. Fatih am Aufdrehen mit Pistole und AWP. Guter Refrag. Und am Ende ist es Stu2K, der nichts bisher in dieser Hälfte zu tun hatte. Und kriegt von Gob B einfach ins Gesicht geschossen. Das wollte ich schon sagen, in die Fresse geschossen. Und am Ende geht das Ganze hier auf. Also A immer noch der Schwachpunkt bei Made in Brazil. Und Gob zeigt dir gerade seine Qualitäten
an der AWP. Gefällt mir gut. So, es geht nach vorne. Also, Tapsen an der AK nimmt die Banane ein. Wieder das gleiche, was wir eben auch gesehen haben mit Gop B und mit Smuja, der so Richtung Mitte anaimt. So, mal gucken, was Muja diesmal hier mit Richtung Mitte erreicht. Diesmal ändern sie bei den Brasilianern das Setup auch ein bisschen offensiver. Der Molotow kommt gut reingeflogen, damit muss Fair sich komplett verabschieden. Plus, dass sie seinen Mitspieler komplett abgekapselt haben. Trotzdem nochmal ein guter Konter-Molotow zum Blocken. Das Big erstmal keine weitere Kontrolle über die Mitte bekommt. Das Geld ist natürlich da für eine Doppel-AWP. Das darf man halt auch bei Made in Brazil nicht unterschätzen. Sonst geht wieder über lang. So, was ist jetzt die Alternative vom Ex-SK Gaming Lineup? Kann man das diesmal aufhalten? Gott B wartet da wieder wie ein Geier mit der AWP, um sein Backup da zu geben. Oh, da muss Tapsen aufpassen. Tapsen sehr close. Oh, das Timing. Oh mein Gott, war das knapp. Ich glaube, da ist kurz Cold Zero das Herz in die Hose gerutscht. So, wird aber jetzt auch disabled. Damit ist diese Waffe schon mal abgeblockt und damit kann Tapsen jetzt ganz entspannt wie am Sonntagmorgen im Park spazieren gehen, über lang, einfach nur die Kontrolle halten. Aber da ist eine kleine Gap, die Bolts ausnutzen kann. Aber Tizian ist da. Guter Refrag und damit für Big die Möglichkeit, die 18. Runde aufs Konto zu holen. So, es geht nochmal für ein Überlagen und da steht wieder Gop B bereit. Die neue Main AWP vom Big Clan räumt hier nochmal auf. Und wenn er jetzt noch einen bekommt, gibt's eine Ratsche für Gop B. Safe Call. Oh, sie müssen safen gehen. Doppel-AWP ist ein teures Investment. Und ich glaube, das wollen sie in der nächsten Runde auch nochmal haben. Aber Made in Brazil wird hier erstmal wieder gegen die Wand gespielt. Und das heißt für sie, sie stehen mit dem Rücken gegen die Wand. Weil Big hier jetzt 18 Runden hat. Und wenn sie hier die perfekte zweite Hälfte holen, dann ist es das gewesen und Big wäre in der Arena. Also, der Teppich ist noch nicht ausgerollt. Aber Gop B steht bereit, einmal gegenzutreten, dass der Teppich hier einfach nur den Berg runterrollt und dann kann Big aufmarschieren. Was er gerade einen Impact mit der AWP hat, ist ja unglaublich. So, geht nach vorne und für Big weiterhin Never Change Running System, Doppel-AWP, Tapsen erstmal wieder in der Banane, Gop B dabei, also die Kombination klappt gut, aber diesmal nur die kleine Umstellung, dass man hier versucht, das Haus einzunehmen mit Smuja an der AWP. Oh, der muss aufpassen, das ist sein Tod. Diesmal ist es Tizian und Smuja, die mit dran glauben. 3-5 Situation und diesmal passt das Setup von Made in Brazil. Gut, dass sie da nochmal die AWP durchgebracht haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Kleiner Setup-Wechsel bei Big und kleiner Setup-Wechsel bei Made in Brazil. Und das wird am Ende hier nicht gut aufgehen. Und da sehen wir wohl, wenn es knüppelhart kommt, nochmal eine zweite Overtime. Außer Gop B wird hier nochmal zum Hulk. So, vielleicht kommt rein, Stewie zieht rum. Damit ist schon mal dieser AWP futsch und es ist nur noch Tapsen mit 55 Sekunden auf der Uhr. Oh, wow, wow, wow. Was kann Tapsen hier noch anstellen? Machbar, aber ultra schwer. So, Smoke faded, kommt nochmal Richtung erstes Obst. Ah, da war schon kurz über. Versucht nochmal Richtung Banane reinzukommen. Und natürlich da auch nochmal das Duell zu finden. Gegebenenfalls rennt ihm da einer rein. Und das ist fair und er kann das Duell nicht für sich entscheiden. Und das ist die nächste Overtime. Mein lieber Gesangsverein, wie spannend kann dieses Spiel noch werden? Und ich bedanke mich zwischenzeitlich bei den 23.944 Zuschauern. Ich glaube, das ist absoluter Rekord auf diesem Kanal. Wir schreiben Geschichte auf ESL-99Damage. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Thank you very much for your viewership.
Und damit geht es weiter. 18 zu 18, es bleibt weiterhin spannend. Also man will hier die Partie auf beiden Seiten nicht aufgeben. Und man geht diesmal nur auf eine AWP. Und das bei Smuja. Also, da wird nochmal gewechselt. So, was ist jetzt das Ziel von Big? Eben doch immer weiterhin der Erfolg eher Richtung A. Ja, gucken wir mal, was Big diesmal auf der T-Seite uns aufs Parkett bringt. So, das geht nach vorne. Und damit geht es bei Big diesmal etwas flotter drauf. Da steht aber Stewie diesmal bereit. Also, sie stellen auch das Setup hier um. Next, Gorb. Oh, Stewie. 2 gegen 2. Oh, Kodzera. Nochmal der Heck. Gerade ein bisschen Chaos. Aber trotzdem, eine 1-gegen-1-Situation kann man hier rausholen. Wer hat jetzt den längeren Atem? Jetzt kommen natürlich auch so Konzentrationsdinger ins Spiel rein. Wo bei Big und beim bei Made in Brazil halt der ein oder andere Fehler gemacht wird und der dann auch knallt bestraft wird. So, ja, schießt vorbei. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Das ist selbst nochmal erschrocken, dass da vorhin gerade um die Ecke kommt. Also natürlich hat das bisher ganz gut für Big Richtung A funktioniert, aber auch ein Made in Brazil ist natürlich nicht von vorgestern. Die stellen sich natürlich auch auf solche Situationen gern mal ein. Also der Erste, der hier 22 Runden holt, der wird am Ende auch dieses Ding gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Puh. Soll weiter um die Wurst gehen. So, und das mit Fallen an der AWP. So sieht kurz die Granate reinfliegen. Kurzer Prediction, kommt gerade so raus. 14 AP noch auf dem Konto. Und der muss sich halt direkt zurückziehen. Diesmal geht's für Big doch etwas flotter Richtung B. Und wie gesagt, Konzentrationsschwächen können jetzt hier echt der Knackpunkt sein. Und Stewie ist einer, der überhaupt keine Schwäche zeigt. Kratapsen kommt da zwar durch, aber das war eine Konzentrationsschwäche, weil die Flash war nicht so geil. Trotzdem geht der Nummer raus. Tizian passt auf. Jo, und so viel zum Thema Konzentrationsschwäche. Der Molotow kommt auch nicht an. Oh, Mac, das zieht so an den Spielern gerade. Das zieht so an der Materie. Beide kämpfen hier mit der letzten Kraft irgendwie um diese Partie. Und auch meine Stimme kämpft hier gerade um die Partie nochmal. Tapsen und Tizian mit dem Double Kill. Und damit ist es Bowles. Im 3 gegen 1. Safen ist unnütz. Lieber Schaden machen und nochmal versuchen, die Runde zu klatschen. Sie haben mehr als genug Geld. Das heißt, auch ein Bowles wird hier nochmal kaufen können. Da ist die Runde für Big 19 zu 19. Also, letzte Runde der ersten Hälfte der Overtime Nummer 2. Und man merkt langsam, die Teams werden ja fahrlässiger mit ihren Aktionen. Sehen wir an den Flashbangs, sehen wir an dem Molotow. Man traut sich ein bisschen mehr. Man versucht auch. Was macht denn Tapsen da? Okay. Er legt schon mal die AK bereit für Gob B. Nee, aber man merkt einfach, dass die Teams eher etwas risikolustiger spielen. Und am Ende auch der ein oder andere Fehler passiert. Oh mein Gott. Das war hart gerade von Stewie. Da ist er gerade nochmal so drauf bekommen. Ja, trotzdem ist es der Vorteil. Und da ist ein Doppel-Rifle-Setup Richtung Haus. So, Tapsen. Tizian. So, will das natürlich aushebeln. Ist Muja nochmal in der Mitte unterwegs. Und damit könnte Made in Brazil diese 4 gegen 2 Situation zu ihrem Vorteil nutzen. Aber Smuja hat noch nicht genug. Der hat den Mund noch nicht voll. So, und da wartet immer noch einer oben auf dem Bekult. Smuja versucht wieder, den Assassinen raushängen zu lassen. Wartet dann die letzten 42 Sekunden natürlich auf seine Möglichkeit. Molotow nochmal rein. Und es sind 36 Sekunden. Tizian versucht nochmal weiter nach vorne zu arbeiten. Irgendwie diese Smoke auszunutzen. Oh, er hat ihn droppen gehört. Und er hat ihn droppen gesehen. Und damit ist die Runde erstmal offen. Sie geht zu zweit drauf. Cold Zero, was ein Kill! Also,
Guter Flick von ihm. Smuja im 2 gegen 1. Und sie werden hier über zwei Seiten kommen. Einer über das Haus, der andere über lang. So, ist natürlich keine leichte Situation für den Briten. Mit der AWP ein Schuss vorbei. Und das ist vorbei. Oh, 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 er ist bekannt und dann ist Fallen da. Keine Chance. 20 zu 19. Zwei Runden bräuchte jetzt Made in Brazil, um hier zu gewinnen. Big bräuchte drei Runden auf ihrer eigenen CT-Seite. Puh, also nochmal Luft holen, auch bei den Zuschauern, auch natürlich die Leute, die im Chat sind. Gebt noch mal ein bisschen Gas für euer Team, feuert natürlich Made in Brazil oder den Big Clan hier an. Wer zieht in die Halle ein? Wir haben hier gerade eine super spannende Partie, die wirklich das Letzte von den Spielern abverlangt. Vielleicht auch von euch, ich hoffe ihr braucht keinen neuen Kardiologen am Ende dieses Tages und werdet nicht irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert. Weil kurz der Herzstillstand bevorsteht. So, Fallen an der AWP. Nutzt da sein Positioning. Und schießt einfach ein bisschen durch die Smoke durch. Das ist natürlich eine gute Eröffnung. Tapsen dann nochmal hinterher. Die erste AWP mit Smuja ist ja schon gefallen. Damit wechselt man auch frühzeitig wieder in dieses 2-2-Setup. Das ist natürlich ein perfekter Vorteil für Made in Brazil, Raum zu bekommen, besonders Richtung Banane. Und sie sind auch sehr einzeln aufgestellt. Und fast schon Tapsen, der Spieler, der dafür verantwortlich ist, sollte es Richtung B gehen, mit der AWP da seinen Mann zu stehen. So. Feels Batman. Schade, dass es wohl gerade ein bisschen Probleme mit E gibt an manchen Stellen. Weil eigentlich hätte der an die AWP rankommen können. So, geht über die Mitte. Made in Brazil auf dem Weg nach vorne. Und wie gesagt, das ist jetzt halt ein sehr einzelnes Setup Richtung, Richtung A. Da ist halt keine Refrag-Möglichkeit da. Das heißt, Next muss wirklich aufpassen, dass er da nicht irgendwie einzeln fällt. Das gleiche gilt natürlich auch für Tapsen. Es sind noch 20 Sekunden und jetzt ist natürlich die Zeit gekommen. Wo geht die Reise hin für Made in Brazil? Es geht Richtung A-Spot. Es geht über lang. Da kommt noch eine Flash rein. Next ist einfach nur dauerblind, aber Tapsen steht bereit. Der kommt nochmal in die Deckung. Wie gut ist das Backup jetzt zu Next? Es ist gegeben. Tapsen hält weiter drauf. Aber das sind 5 Sekunden. Er kann never ever die Bombe legen. Wenn Next hier die Bombe raus... Und es reicht. Es reicht. Sie kriegen es gerade so durch bei Big. Oh mein Gott, ist das knapp. Aber wirklich in der allerletzten Millisekunde. Oh mein Gott. Wie viele Herzinfarkte werden hier heute noch verteilt für die Zuschauer? Taktische Pause erstmal bei Made in Brazil. Die müssen sich jetzt erstmal erholen. Weil ich glaube, da fällt gleich der nächste Mann vom Stuhl. Also Big holt hier mit Brechen und Biegen irgendwie noch diese Runde auf ihr Konto. Aber wirklich in allerletzter Millisekunde. In allerletzter Millisekunde. Damit bleibt Big weiter im Rennen. So, um es nochmal aufzuschlüsseln, zwei Runden. Wer jetzt zwei Runden holt, kann diese Overtime gewinnen. Wenn sich beide eine Runde teilen, jeweils... Dann heißt es Overtime Nummer 3. Was machen die mit euch? Beiden. Was macht Made Brazil mit euch? Was macht Big mit euch? Vielleicht für viele die Partie des Jahres. Bisher. Für mich auf jeden Fall ein persönliches Highlight bisher. Das ist halt echt geil. Es spielt sich... so gut gerade. Und natürlich hype das auch. Na, so ist das bei der ESL One. Da werden immer Legendenspiele geboren.
Also, Big weiterhin am Drücker. Kontrolle Richtung Banane wird erstmal behalten. Gibt die aber auf und diesmal wird Tizian hochgeboostet. Das haben wir, glaube ich, in dieser Partie nicht ein einziges Mal gesehen, dass einer von Big hochgeboostet wurde. So, man nimmt die Banane ein. Das Spiel von Made in Brazil wieder sehr zögerlich. Also, man hat bisher eigentlich nichts bekommen. Es ist schon super viel Zeit verstrichen. Es sind noch 38 Sekunden und sie entscheiden sich wieder auf den A-Spot drauf zu gehen. Diesmal das Doppel-Setup so auf einer Linie mit Tabs und Gop B. Das löst man jetzt hier auf. 30 Sekunden. Nochmal der Boost oben auf das Dach. So, Gop B, jetzt der Spieler, der vielleicht den Schaden setzen kann. Die Silence M4 verrät ihn da nicht direkt. Und er macht den Schaden fast noch die Dritten hinterher. Tapfen gibt ihm da das Backup. Die laufen gegen eine Wand. Und das sind 14 Sekunden. Die Bombe muss gepickt werden. Da steht immer noch einer am Graveyard. Und da ist es Snacks. Und er entscheidet die Runde. 20 zu 21. Was ein Gottesmove von Big Richtung Kurz. In so einer Runde nochmal die Eier zu haben, in den letzten paar Sekunden auf dieses verdammte Dach zu boosten. Wie viel Eier kann man haben? Das ist mehr als eine Packung, die man beim Supermarkt bekommt. Das war schon eine komplette Legebatterie. 20 zu 21. Doppel-AWP weiterhin bei Big. Können sie das jetzt hier zumachen oder kommt Made in Brazil nochmal zurück in Overtime Nummer 3? So, Flash kommt rein. Damit zieht man jetzt zusammen Richtung Kurzrum. Man will es bei Made in Brazil wirklich mit der Brechstange versuchen. Mit drei Leuten, so wie es aussieht zurzeit, übers Haus. Und die stehen schon wieder mit vier Leuten bereit. Die haben einen Pitch stehen, unten schon wieder die Information Richtung Banane. Und das heißt, für Made in Brazil gibt es keinen Weg zurück mehr. Und sie wollen diesmal schneller auf den Spot draufkommen. Und das ist zeitig endlich mal eine Umstellung, die Big vielleicht jetzt überraschen könnte. Es geht nach vorne. Oh, Gop B, Gop B. Tapsen zu die Zeit gefallen. Gop B hält aber weitergeben. Schon wieder der Impact Crack vom Spieler. Und Tizian ist da zum Backup. Sieht den zweiten Spieler. Geht nochmal nach. Und das ist super viel Schaden. Und das ist es. Das ist es. Big ist weiter. Big geht hier in die Arena. Es ist es. Es ist geschehen. Endlich. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist passiert. Big geht für uns Deutsche in die Arena. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Wirklich. Am Ende den längeren Atem gehabt. Der Boost in der vorletzten Runde, der war es einfach. Der Boost in der vorletzten Runde hat, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, einfach so gut gespielt von Big am Ende. Muss man wirklich sagen, bin ja sehr neutral eigentlich. Aber das war wirklich in den letzten Runden von Big so gut angesetzt gegen Made in Brazil, dass sie sich das einfach am Ende meiner Meinung nach hier eindeutig verdient haben. GG, well played. Und ja, damit gehen wir doch mal gerne auf das Bracket für morgen und gucken uns doch mal an, gegen wen denn Big am Ende hier spielt morgen. Ja, das ist natürlich auch wichtig rauszufinden. Deshalb, meine Glückwünsche gehen an den Big Clan. Ihr habt euch das hier verdient. Für Made in Brazil hat es heute nicht gereicht, obwohl sie uns natürlich auch nochmal ein gutes Comeback gegeben haben, um nochmal in die Overtime zu kommen. Sie haben uns gezeigt, dass man auch nochmal in jeder Situation zurückkommen kann. Und da können sie eindeutig sich auch bei Fair bedanken, der halt da super viel Impact hatte. Dann ist das ganze Team nochmal aufgewacht und oh mein Gott, was eine Partie. Holy. Also, vielen, vielen Dank erstmal an alle, die uns hier supportet haben. Wir werden gleich noch eine Runde natürlich durch die Tweets gehen und dann machen wir Feierabend für heute und dann geht es morgen natürlich auch weiter mit dem Venom und meiner Wenigkeit im Doppelcast. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden hier einmal ganz kurz eine Aktualisierung drüber hauen. Ja, das sieht gut aus. Und wir sehen es, der Big Clan wird morgen, wo haben wir es denn? Genau, der Big Clan wird morgen gegen G2 um 18.30 Uhr spielen. Davor sehen wir Navi gegen Fnatic. Da müssen wir natürlich jetzt morgen im Viertelfinale rausfinden, wer gegen Astralis spielen darf und wer gegen FaZe spielen darf. Und es ist schon ein Riesenerfolg, dass Big hier in das Viertelfinale einzieht und vor der Arena spielen darf. Und das ist halt einfach nur, wie soll man es sagen,
Ein Riesenerfolg für die deutsche Community, ein Riesenerfolg für Gob, ein Riesenerfolg für sein Team. Wir werden auch gleich zusammen noch einen Tweet aufmachen und den Tweet könnt ihr alle liken und dann werden wir noch was Lustiges reinschreiben. Ne? Also, das Game war einfach Premium. Denkt dran, am Halbfinaltag und zwar das Ganze findet am 7. statt, 15 Uhr Astralis gegen den Gewinner von Fnatic gegen Navi und FaZe gegen den Gewinner von G2 und BIG. Um 18.30 Uhr und das Finale findet um 16 Uhr statt. Denkt aber dran, wir haben davor noch das Match of the Season der ESL-Meisterschaft. Das findet davor statt und da spielt Euronics gegen Alternate Attacks. Also, da gibt es noch einiges zu sehen. Die Tage, die ESL One Cologne ist gefüllt. Ich wünsche natürlich jedem viel Spaß, der da hinfährt und das Ganze genießen kann. Jetzt ist auch langsam meine Stimme weg, weil das war ein sehr hartes Match, muss ich sagen. Wirklich, sehr, sehr hart. Also, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen rein, was uns die Jungs oder was ihr uns da geschickt habt. In der Zeit machen wir ein bisschen Musik an und dann gucken wir uns natürlich noch die Tweets an. Also, gucken wir mal rein.